Ein Besuch der Wartburg beginnt natürlich am Eingang. Der Eingang führt uns über die Zugbrücke, durch das Tor in den ersten Innenhof der Wartburg. Und schon sind wir umgeben von scheinbar mittelalterlichem Gebälk, aber es ist ja doch erst im 19. Jahrhundert wieder errichtet worden. Wir sind natürlich neugierig, möchten am liebsten gleich nach rechts in das Gebäude eindringen, das berühmte Gäste beherbergte, aber nein, nein, nein. Zuerst geht's zur Kasse. Das Touristenzentrum, die Verkaufskasse, die Einkaufskasse, die Ticketbox befindet sich hier im ersten Innenhof. Hier erwirbt man das Ticket und dann stolz kann man durch das nächste Torgewölbe in den zweiten Hof treten. Vorbei am großen Bergfried mit Blick auf die Zisterne, mit Blick auf den hinteren Bergfried, aber vor allen Dingen mit Blick auf den prächtigen Palast mit seinen romanischen Fenstergewölben, mit seinen prächtigen Galerien. Und hier warten wir, warten am Eingang auf den Führer, der uns nun durch die wunderschönen Räume führt. Durch den Rittersaal, durch die Elisabeth-Kemenate, durch die Elisabeth-Galerie mit den Zeichnungen des Moritz von Schwind, der das Leben der Elisabeth erzählt, und hinauf unters Dach der Festsaal, der beeindruckend ist. Doch weiter zieht es uns entlang der Frauenkemenate, entlang der Wehrgänge hin zu den Räumen, in denen Martin Luther die Bibel, das Neue Testament, übersetzt hat. 1521, nachdem er vom Wormser Reichstag zurückkehrte und gekidnappt wurde im nahen Wald und dann als Junker Jörg auf der Wartburg lebte. Das ist der letzte Raum, den wir betrachten, der so klein und unscheinbar ist, aber dennoch so bedeutungsvoll und der uns den letzten Eindruck hinterlässt, während wir verlassen die Wartburg wieder durch das Tor hinaus.